Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. In der letzten Folge haben wir eine ruhige Nacht und einen recht ruhigen Vormittag verbracht. Schönen Sonntagmorgen. Des Nächtens ist Servo noch aufgestanden, hat noch ein bisschen Schach gespielt und dann beim Teleskop nach Planeten gesucht. Leider hat er nichts Neues gefunden. Ansonsten haben wir ja, wie gesagt, einen gemütlichen Morgen gehabt und sind alle gerade ein bisschen beschäftigt. Und Melissa hat jetzt eigentlich vor, mit ihrem Sohn etwas zu machen, was ich, wie gesagt, schon länger vorhatte. Oh Gott, ich rede nur Schmarrn. Gut, ich möchte nämlich mit ihm jetzt mal für einen Ausflug eine Gelegenheitsgruppe gründen. Mal gucken, ob er mitmacht. Melissa hätte sich vielleicht mal was anziehen sollen. Egal, und wir brauchen natürlich ein Taxi. Nee, nicht irgendwas anderes machen dazwischen. Ja, bleib mal da. Weil ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass Melissa das jetzt macht. Weil es ist ja letztendlich wurscht, egal. Und ja, kann Melissa sich vielleicht dann wenigstens noch was anziehen? Also, zieh dich doch mal schnell an. Dein Sohn kann ja hier noch ein bisschen tanzen oder sowas. Was machst du? Übst du irgendwelche Schritte? Ach, jetzt rennt er seiner Mama hinterher, weil wir ja eine Gruppe gebildet haben. Naja, ist egal. Gut, was machen denn die anderen so lange? Ach, du schwatzt da noch mit dem Ding. Genau, wir wollen zu den Hobbys. Und zwar ins experimentelle Labor. Oder? War das das? Ja. Das Schulungszentrum Experimentelles Labor verfügt mit seiner hochmodernen wissenschaftlichen Ausstattung über all das, was du für professionelle chemische Experimente so brauchst. Unsere Mitarbeiter sind in verschiedenen Wissenschaften ausgebildet und beantworten gerne deine Fragen. Nur für Mitglieder. Ja, da wollen wir hin, genau. So, dem Bäumchen geht's auch schon wieder gut. Ja, dann kannst du mal aufhören mit was auch immer. Und Volker ist mit Wolli am Spielen, oder was? Wo bist denn du? Ach, da. Ja, die spielen Stöckchen. Okay, gut. Das ist aber jetzt egal. Ist das Auto nicht schon da? Doch, hier, hallo. Junge, wo bist du? Du musst ins Auto, ne? Oh, wo ist er denn jetzt? Hör mal auf, aufs Klo zu gehen. Du musst hier mit. Ja, komm, auf. Oh Gott, nee. Es will wieder nicht, wie ich will. Ich spule mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo Pollux jetzt steckt. Warum wolltest du noch aufs Klo? Es hat dir keiner was davon gesagt. Hier sind gerade die Hunde am und Katzen am vorbeilaufen. Also ja, alles gut. Aber wir wollen heute uns mal um das Ding von Volker kümmern. Hi, Pollux, meine ich. Ach Gott, ich hab's nicht mehr. Also irgendwie, ja. Sorry. Pollux soll ja in die Wissenschaft und darum will ich mich heute kümmern. Und deswegen hat sich Melissa gedacht, das machen wir jetzt so. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen. Volker, Pollux, Servo, alles kommt hier durcheinander. Ja, bin ich mal gespannt. Wir waren schon ewig nicht mehr in diesem Wissenschaftslabor. Ich habe ehrlich gesagt selber schon keinen Plan mehr, was es da noch immer alles gibt, was man da machen kann. Deswegen, es wird bestimmt interessant. Und vor allem kann er sich da unterrichten lassen, da ja außer Servo ihm sonst auch niemand was beibringen könnte. Und Servo kann ja nicht, haben wir ja nachgeguckt. Und die anderen haben ja ihre Hobbys so auf anderes getrimmt mittlerweile, dass das auch nicht mehr so geht. Und deswegen kann ihm auch Melissa kein Wissen mehr vermitteln. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach mal dahin fahren und dort für das ganze Wissen sorgen, ne? Und für eine kleine Unterrichtseinheit. Und dann wollte ich sowieso noch mal gucken, was Pollux eigentlich gerade für einen Wunsch hat. Und ja, Moment, stopp. Willkommen im experimentellen Labor. Hier kannst du gefahrlos Versuche durchführen und mit chemischen Substanzen experimentieren. Komm ruhig zu mir, wenn du Fragen zur Wissenschaft hast. Genau. So, warum stehen wir immer so hoch auf dem Kopf? Ah, ja. Ach,
Na hallo, da hat uns doch direkt wieder einer verfolgt, ne? Kaum sind wir aus dem Haus raus, denkt Servo, er muss uns immer hinterherkommen. Das ist so fürchterlich. So, was gibt's denn jetzt hier alles? Wenn wir schon gerade in der Pause sind, kann ich ja mal gucken. Ja, da nette Büste. Was ist das für ein Ding? Eine Lampe. Okay, hier kann man auch Musik hören, also alles ganz gefahrlos. Hier gibt's Computer, das ist schon mal gut. Ja, an die Metzelstation konnte ich mich noch erinnern, aber die hat ja nicht so viel mit Wissenschaft zu tun, viel mehr mit Mechanik. Aber dieses tolle Gerät, da kann man nämlich Medizin herstellen, ein Virus herstellen und Unterricht für, keine Ahnung, Pollocks zum Beispiel. Hier haben wir die Ameisenfarm, genau, die gab's ja auch, richtig. Ah, und da ist der Herr, wie heißt du? Jakob Roswick. Aha, oder Roswick, oder wie auch immer der sich spricht. Okay, da draußen kann man auch was essen, genau. Und dann ging's doch hoch, und da hat man doch irgendwo, glaube ich, ganz, ganz, ganz hoch oben ist dann natürlich auch, wenn's abends wäre, wäre das jetzt sinnvoll, unser Teleskop. Genau, so hatte ich das in Erinnerung. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt alles machen können. Das mal laufen. So, schau mal, was du da so machst. Ja, genau, willkommen. Was machst du? Schmutzigen Witz anhören und gratulieren. Okay. Ach ja, wir haben das ja jetzt als Gruppenveranstaltung gemacht. Ein bisschen dumm. Egal. Ja, ist nicht schlimm. Sule, du kannst ja auch mit ihm noch mal ein bisschen spielen, kitzeln. Und ein Insiderwitz und vielleicht noch mal ein bisschen über Hobby, Wissenschaft quatschen und was weiß ich, ne? Ja. Was hat sie denn jetzt hier? Mit Tyson anfreunden. Ach guck, jetzt will sie sich mit der Tyson anfreunden. Hast du sie dir jetzt als Schwiegertochter auserkoren oder was? So, pass mal auf, wie war das? Du bist ja logisch und alles komplett, ne? Ja. Da kann ja nichts passieren. Das heißt, du könntest, was könntest du jetzt mal machen? Du gehst jetzt mal ein Turnier beginnen. Das ist ungünstig. Wenn ich dich ein Turnier machen lasse, ist das blöd. Immobilien, die kann hier keine. Das ist ja. Ich dachte, man könnte hier mehr machen. Ey, dann spiel doch mal ein bisschen. Oder kannst du mit irgendwem quatschen? Warte mal. Da. Guck mal, da sind Leute. Ja, Servo, genau. Kannst auch mit Servo quaken. Oder nee, du guckst dir jetzt erstmal hier die Ameisen an. Während sich dein Sohn erstmal hier an den netten Herrn wendet, sich vorstellt und begrüßt, ne? So, guten Tag, ich bin der Pollocks und ich hätte Interesse vielleicht oder auch noch nicht, erzähl mir doch mal was da in der Richtung, ne? Ja. Und Servo als Aufpasser. Das finde ich ja wieder genial. Servo ist natürlich immer dabei. So, hallo, guten Tag. Ich bin sehr Ja, kannst du auch machen. Das fand er jetzt nicht so gut, oder? Okay, dann erzähl mal von der Reise. Halt, du bleibst jetzt mal da. Servo! Ah, Servo, geh aus dem Weg. So, und ich muss dich doch fragen, Unterweisung im Hobby, Wissenschaft. So, und du willst auch noch mal ein bisschen gucken. Oder was hast du vor? Hygiene könntest du gebrauchen, Mädel. Dann geh doch mal duschen hier. Servo ist gerade beschäftigt. Und unser Pollocks kriegt seine erste Unterrichtsstunde in Wissenschaft. Ja, was schwierig ist das so? Was denn? Ja, genau. Geh doch mal aus dem Weg hier.
Wir hören gerade ganz gebannt zu, was der gute Mann uns da alles erzählt. Ist das... Ist das jetzt... Nee. Kai Seifert, okay. Ich dachte eben im ersten Moment, es wäre unser Volker. Doch so, hä? Sieht mal komisch aus. Was hast du denn? Was willst du denn? Du willst irgendwas zaubern, hä? Ah, guck mal, da ist doch jemand, den du kennst. Ja, hallo. Die Gespräche auf der Damentoilette, okay? Was erzählt die dir da? Gott, jetzt ist voll hier. Ach, weißt du was, Mädel? Komm, geh mal Medizin herstellen. Bist du beschäftigt und kannst vielleicht nachher den guten Pollocks ein bisschen unterrichten. Können die Herren hier Dings spielen und so, ne? Ja, ja. Es sieht schon richtig geschafft aus, unser Pollocks. Ihm stockt schon der Atem. Was erzählst du da alles? Was? Das geht? Und überhaupt? Und tralala. Ja, ja, das kannst du ja alles machen, ne? So ist das. Oh, und wie weit hat sich das jetzt schon ausgewirkt? Ha, ein Pünktchen haben wir in der Wissenschaft jetzt. Na gut, immerhin. Da könnt ihr ja noch ein bisschen zuhören. Ist okay, erzähl gerade was von... Passe mal auf, kannst du eigentlich Unterricht anbieten für Pollocks? Dann mach das mal, dann erlöse dein Sohnemann von diesem quasselnden Wissenschaftler und unterrichte ihn mal lieber ein bisschen. Ja, die Zeit läuft ab, dann kann sich der gute Mann, wie heißt du nochmal, Jakob Oswig, auch um jemand anderen kümmern. Ne? Und wir verfolgen mal unseren Pollocks, wie er jetzt hier ein bisschen was beigebracht hat. So, du setzt dich mal dahin. Genau, schön auf diesen Stuhl, beziehungsweise da. Aha. Unterricht von der Mama. Ja, und dann musst du das so machen, genau. Und so geht das dann. Ja, Melissa hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt, mal wieder. Okay, sie kann wieder nach Sternbildern. Aber ich finde, das sieht cool aus. Guck doch mal hier, was da alles geht. Da gibt es da dieses Diagnose-Ding, wo die Kurve läuft. Da unten irgendwelche interessanten Sachen. Boah, cool. Melissa, du machst das ganz, ganz toll. Und was hast du jetzt drin? Hast du Medizin gemacht? Ganz prima. Ich liebe dieses Teil hier. So, die Medizin ist fertig. Verkaufe sie oder verwende sie, um Krankheiten zu heilen. Warte mal kurz. So, einen Augenblick mal kurz. Ich muss gucken. Verwende sie, um Krankheiten zu heilen. Das geht, glaube ich, nicht. Man kann die hier nur verkaufen. Oder kann man die auch einpacken und mitnehmen? Nee, da wir ja auf dem Gemeinschaftsgrundstück sind, geht hier nur verkaufen. Dann verkaufen wir die mal. Ja, das ist eine lustige Mannschaft. Danke, dass du uns zusammengebracht hast. Ach so, ja, weil wir ja in der Gruppe hierher sind, damit ich nicht das Problem habe, wen ich jetzt wie wo mitbringe. Ah, und du möchtest ein Würstchen essen, okay. Gut, dann würde ich sagen, verkaufst du das mal und unsere Melissa kann mal gucken, hat denn irgendwer hier was zu essen gemacht, zufällig? Nee, ne? Dann mach du doch mal ein paar Hot Dogs, das wäre, oder Rippchen, oh, Rippchen, Rippchen, ich möchte Rippchen. Oder, auch wenn der Sohn mehr Lust auf Hot Dogs hat, egal. Du machst jetzt ein paar Rippchen. Oh, wer ist das? Kennen wir die nicht auch? Jennifer Dodo oder so ähnlich. Keine Ahnung. Mhm. Du kannst hier auch mal Ameisen bekommen. Genau, das ist auch eine Idee. Die Ameisenfarm. Ach, ich find's lustig. Ja, dieses Grundstück gefällt mir auch. Und jetzt ist es sogar noch dunkel genug. Er kann sogar, wenn er will, dann noch in die Sterne gucken. Jo, Essen ist fertig. Supi, dann komm her und iss was. So, kannst dich hinsetzen, was futtern, damit du nicht verhungerst. Und dann können wir in die Sterne gucken noch. Genau.
stellen mal alles hin. Ach, das ist schön hier, oder? Ist toll. Melissa, ist gut. Du kannst dich mal jetzt da zu deinem Sohn setzen und was essen. Die anderen können sich auch selbst was nehmen, wenn sie was wollen. Genau. Kann ich hier nicht. Aber doch, oder? Es hilft mir auch nichts. Hey, ich sehe nichts. Nur Wand. So, genau. Unterhaltet euch noch schön. Und Servo, genießt es hier mit allen möglichen Leuten da rumzuspielen und rumzumachen. Ja. Hat er einfach die Flucht ergriffen und hat gesagt, heute soll der Baum mal Baum sein. Ich gehe mal gucken, was der Rest der Family hier so treibt. Oh, und so wie es aussieht, hat Pollux gerade einen Tipp für ein Date bekommen. Wie man so Verabredungen macht und so, ne? Oh, was kommt jetzt? Ah, er versucht dieses Handzeichen hinzukriegen. Ist ja cool. Das ist ja cool, ey. Ja, sehr schön. Warte mal, rede überhaupt nicht. Wissenschaft, jetzt kannst du das auch. Jawohl. Kannst du auch mal von Reise erzählen. Ja, und wenn du das gemacht hast, gehst du hoch und guckst noch ein bisschen, guckst noch ein bisschen durchs Teleskop, würde ich sagen. Weil das ist hier echt toll. Genau. So. Ja. Ach, ist das schön. Ich find's cool. Entschuldigung. Ja, das macht mich jetzt langsam bemerkbar. Durch die Menge der aufgenommenen Parts, ja. Plaudern einfach mal. Kannst du natürlich auch mal über die Wissenschaft quatschen und vielleicht Witz erzählen oder so. Und wir gucken mal, was er hier macht. Ist er denn schon... Achso, jetzt hat er es einfach abgebrochen. Na gut. Dann halt nicht. Na, und? Alles gut bei dir? Aha. Ja. Unser Pollux guckt in die Sterne. Ganz vertieft dabei, sich neues Wissen anzueignen. Ja, guck mal, ob du das findest, wo du herkommst, ne? Kannst du mal schauen. Ja, irgendwo da oben, da kamst du her. Da wurde dein Papa hin entführt und dann, ja, mit dir geschwängert. Das war noch Zeiten, ne? Schon wieder lange her. Und ich bin zu Lalala, genau. Aber interessant, wer hier alles so rumläuft. Was für Leute. Oh, wer ist das? Professor das? Detlef Vogel, kennen wir den? Mal reden. In Hobbyunterweisen. Und, ach, guck mal. Sie kann sogar die Leute jetzt in Hobbys unterweisen. Ach, ja, genial. Wen haben wir denn da? Simon Gonzaga. Du könntest mal ein Virus herstellen. Ich will mal ein Virus herstellen. Komm, mach mal. Und du bist da oben schön am Gucken? Ja, prima. Das klappt doch wunderbar. Ich weiß, ich überziehe schon wieder. Ah, Pollux hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt. Er kann jetzt Sternbilder mit dem Teleskop beobachten. Ja, das ist wunderbar. Warte mal kurz, ich will aber zu dir. Ich will gucken, wie du das Virus da machst. Oh. Es blinkt auch schon ganz aufgeregt. Sieht auch ganz anders aus als vorhin, das schöne Ding, wo Pollux gemacht hat. Sie lässt jetzt ein Virus auf die Menschheit los. Das wollen wir natürlich verkaufen. Nö, wegwerfen. Das Virus ist fertig. Geh bloß vorsichtig damit um. Das kann man nur wegwerfen? Och, wie fies. Warum kann man das nicht verkaufen? So von wegen, wir lassen ein Virus auf die Menschheit los. Und das ist ja unfair. Oh Gott, lahm. Weißt du, also ehrlich. Ach ja, lahm.
Was können wir denn sonst noch mit dir machen? Guck mal, da ist einer. Mit dem kannst du quasseln oder so. Unterricht an ihm für. Willst du noch wen unterrichten? Ja. Den Professor Detlef vielleicht. Ja, komm, unterrichte noch ein paar Leute. So, wie weit geht's denn bei dir ab? Ich sehe nichts. Stopp, bleib da. Bursche, du bist zu hoch oben. Du müsstest mal auf Toilette und Hygiene brauchst du auch. Okay. Gehen wir mal wieder nach unten. Wo ist die Toilette? Da. Und die Herrentoilette ist hier. Ist da auch frei, ja. Geh doch mal benutzen und duschen. So, ich will mal gucken, wie weit es jetzt bei ihm im Hobby ist. Ah, immerhin, wir haben dreimal auf Wissenschaft. Sehr gut. Weil ich möchte, dass er auch irgendwann die Karte für hier bekommt. Wäre natürlich sinnvoll. So, dann macht das mal und wir gucken mal. Tatsache. Melissa ist im Unterrichtsmodus. Guckt sie euch an. Melissa als Lehrerin. Erst ihrem Sohn beigebracht, wie das mit der Wissenschaft daneben dran lief. Jetzt bringt sie dem Herrn Professor noch bei, wie er seine Opfer besser aufschneidet. Oder seine Patienten. Aha. Ja, wäre nur cool, wenn man für diese Unterrichtssachen auch Geld bekäme, oder? Das wäre doch mal so richtig gut. Ja, da musst du da schneiden, genau. Und dann musst du da schneiden. Und wenn das ein guter Unterricht ist, müssten die einem hinterher Geld in die Hand drücken. Das fände ich so richtig gut. Wenn es nur so eine Art Trinkgeld wäre, ne? Ja, und Melissa hat es halt voll drauf. Sie ist ein bisschen overdressed für den Wissenschaftskram hier, sehe ich gerade. Ja, das können sie wegschmeißen, aber pass auf, dass sie das Herz nicht wegschmeißen. Weil ohne Herz funktioniert das nicht mehr. Was hast du da? Irgendwelche Gläser im Patienten. Also sogar, da ist das Herz! Wieder rein damit, wieder rein damit! Siehst du? Da geht der Alarm los. Und Wiederbelebung. Und ordentlich. Immer schön im Takt drücken. Und dann wieder beatmen. Und drücken. Und wieder beatmen. Ey, hör auf zu piepen. Ha! Patient gerettet. Juhu! Ist das genial, Leute. Ich finde das so toll. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass meine Zeit schon wieder um ist. Ja, leider. Das bedeutet, ich werde jetzt auch hier diesen Part beenden. Hoffe, dass euch der Ausflug hierher gefallen hat und ihr auch so begeistert davon seid, wie Melissa hier die Leute unterrichtet. Können sie als Privatlehrerin engagieren. Ja, und wie es dann mit denen weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.